Unser nächster Vortrag geht über, wir bleiben in der QGIS-Welt, und zwar von 3D kommen wir jetzt zu den mobilen Anwendungen. Matthias Kuhn wird uns über QField berichten. Matthias Kuhn ist einer der Gründer von der Firma OpenGIS.ch, ist selber, glaube ich, Bergaktivist, Bergsteiger und weiß, was man mit Daten draußen alles machen kann, und wird uns jetzt in das spannende Thema einführen. Ja, vielen Dank. Wie gesagt, es geht um QField, die mobile Applikation von QGIS. Ich werde mich in einem ersten Teil vor allem so auf Konzepte und Funktionalitäten fokussieren und dann in einem zweiten Schritt ein bisschen mehr auf, darauf eingehen, wie das wirklich aussieht, und Videos zeigen, wie das aussieht auf dem Tablet. Gut, kurz zu mir. Ich bin Matthias Kuhn. Wie bereits erwähnt, ich arbeite bei OpenGIS.ch, habe die Firma mitgegründet, bin da technischer Leiter, nicht zuletzt auch, weil ich in QGIS in der Kernentwicklung seit vielen Jahren bereits tätig bin und in vielen Orten mitgemischt habe und jetzt auch QField eigentlich maßgebend mitgeprägt habe. Die ersten Versionen, die habe ich alle selbst entwickelt, und inzwischen habe ich auch neben mir noch einige Entwickler, die daran mitarbeiten. Unsere Firma, OpenGIS.ch, wir sind in der Schweiz, wir machen alles, was irgendwie mit Open Source und GIS-Daten zu tun hat. Viel ist QGIS-Entwicklung und QField-Entwicklung und dann noch diverses, was dahinter ist und was dazugehört. Und ganz wichtig für uns ist eigentlich, dass wir alles, was wir machen, steht am Schluss unter Open Source. Wir leben das wirklich so in unserer Firma, dass wir alles offen geben. Dieser Talk zum Beispiel, der ist jetzt auch auf GitHub online. Den kann man sich anschauen da und nehmen und ändern und irgendwo weiter erzählen. Genau, warum eigentlich QField? Ursprünglich hat der Mitgründer Marco Bernasocchi von der Firma OpenGIS vor bald 10 Jahren einmal damit angefangen, das QGIS auf Android zu portieren, und dann ziemlich schnell gemerkt, dass die Schnittstelle mit diesen vielen kleinen Buttons nicht wirklich gut funktioniert und dass man eigentlich etwas anderes braucht, was besser mit den Fingern zu bedienen ist und nicht aus unendlich vielen kleinen Buttons besteht, die man eigentlich nur ganz schlecht trifft. Vor allem aber braucht man eine App, weil die Daten ja außerhalb des Büros sind. Man muss rausgehen und das anschauen. Vielfach hat man vielleicht Luftbilder, dann ist das super, dann kann man sich das direkt ins Büro reinziehen. Aber oftmals will man auch wissen, was da wirklich draußen ist. Verschiedene Anwendungsbereiche, wie zum Beispiel in der Forstwirtschaft, in Öko-Unternehmen, bei Schienennetz oder Wassernetzverwaltungen etc. geht es eigentlich darum, dass man wirklich oft rausgehen muss und sich die Daten einsammeln muss und das am liebsten gleich digital hat. QGIS hat bereits viele verschiedene Teile, die im gesamten Ökosystem vorhanden sind. Da gibt es den QGIS-Server, da gibt es das QGIS-Desktop, es gibt verschiedenste Web-Clients, die mit QGIS arbeiten können. Es gibt Datenbanksysteme, aber was noch gefehlt hat eigentlich in dieser ganzen Geschichte, war ein wirklich praktisches Tool, um draußen im Gelände mit möglichst einfach, mit wenig Knöpfen etwas aufnehmen zu können, die Daten aufnehmen zu können. Was ist QField genau? QField ist eine mobile App zur Datensammlung für QGIS. Das heißt, ich kann mein QGIS-Projekt zusammenstellen und damit ins Gelände gehen und die Daten gleich schon so erfassen, dass sie möglichst kompatibel sind mit der Datenverarbeitung in QGIS. Es ist eine minimalistische Nutzerschnittstelle, die optimiert ist für Touch. Die Anwendung, die man draußen hat, da geht es ja wirklich darum, dass man anschauen kann, was hat man eigentlich vor sich, möglichst effizient einige Daten eingeben kann und die danach zurückspielen kann. Und schlussendlich, wenn man im Gelände draußen ist, dann will man sich nicht um irgendwelche Konfigurationen kümmern müssen etc. Das macht man viel, viel angenehmer direkt zu Hause auf dem Computer, bereitet das vor, das Projekt, und geht dann raus und möchte eigentlich eine minimalistische Oberfläche haben, die mit möglichst großen Buttons auskommt, damit man sie nicht verfehlt, auch wenn es mal kalt ist und man das trotzdem
darauf zu zielen versucht. Trotzdem möchte man eigentlich nicht darauf verzichten, auf die gesamten Möglichkeiten, die von QGIS angeboten werden. QGIS bietet, gerade wenn es um die Kartendarstellung geht, ein unendliches Potenzial und es bietet unendlich viele Konfigurationsmöglichkeiten, auch bei der Konfiguration von Formularen für die Dateneingabe. Und die möchte man nach Möglichkeiten direkt auch da wiederverwenden können. Wenn man sie auch nicht direkt sieht, dann sollten sie doch brauchbar gemacht werden. Das heißt, wir werden die Daten im Normalfall auf QGIS Desktop einmalig vorbereiten, das Projekt da entsprechend konfigurieren. Wer sich in QGIS bereits auskennt, der kann das ziemlich schnell machen und es fällt ein ganzer Schritt weg, der für viele andere Apps eigentlich erforderlich ist, nämlich die ganze Symbologie noch einmal ein zweites Mal irgendwo zu erstellen für irgendeine andere App, dass sie da auch noch funktioniert und sich die Formulare da auch noch mal zu erstellen. Und man kann mit dem Know-how, das man bereits in-house hat bezüglich QGIS, auch gleich für QField etwas erstellen. Danach kann man aber ganz effizient mit den GIS-Daten im Gelände arbeiten. Man sieht, wo man ist, was man vor sich hat, was um einen herum ist in der Umgebung und hat dann auch gleich schon die Attribute zur Verfügung, die einen interessieren und die man schlussendlich im Gelände bearbeiten will oder erfassen will. Also was ist drin? QGIS, wie gesagt, ist für Touch gemacht und hat einige mächtige Features aus QGIS bereits übernommen. QGIS-Formulare, die können ja ziemlich stark konfiguriert werden. Diejenigen, die sich mit QGIS, mit der Datenerfassung bereits beschäftigt haben, die kennen das wahrscheinlich bereits. Es gibt diesen Drag-and-Drop-Designer, da kann man sich Formulare zusammenstellen, da kann man verschiedene Kategorien machen, die werden dann in QGIS drin in verschiedenen Tabs dargestellt auf dem Datenerfassungsformular und in QField wird das auch eins zu eins genauso übernommen. Es gibt eine ausdrucksabhängige Sichtbarkeit von Attributen. Was heißt das jetzt? Das ist so, dass wenn ich ein Attribut habe, das zum Beispiel bestimmt, was für Krankheiten das ein Baum hat, wenn ich im Forstwesen tätig bin oder was für Maßnahmen das er benötigt, dann kann ich zuerst ein einzelnes Attribut machen, benötigt Maßnahmen und das als Checkbox aktivieren und dann noch weitere genauere Definitionen dieser Maßnahmen, bis wann muss sie ausgeführt werden, was soll genau gemacht werden, so muss der Baum komplett gefällt werden oder ist einfach reicht da eine kleine Säge, um irgendwo einen Ast abzuschneiden oder was sind da alles für Details zu beachten. Das kann ich im Normalfall verstecken und erst wenn der Benutzer dann benötigt Maßnahme wirklich aktiviert, dann werden all diese zusätzlichen Attribute auch noch angezeigt. Das heißt, man kann sich dann über die QGIS-Projektkonfiguration genau auf das fokussieren, was man nachher wirklich benötigt bei draußen im Gelände und somit die Dateneingabe vereinfachen. In die gleiche Richtung geht auch die Attributrestriktionen, die Constraints. Das heißt, ich kann angeben, dass ein Prozentwert zwischen 0 und 100 sein muss. Ich kann angeben, dass etwas aus einer bestimmten Werteliste sein muss. Ich kann verschiedene andere zusätzliche Dinge angeben oder dass ein Attribut erforderlich ist und unbedingt eingegeben werden muss. Und solange das nicht gemacht ist, kriegt derjenige, der im Gelände draußen ist, eine Warnung und die dann besagt, hey, bitte füll dieses Feld noch aus, weil sonst sind die Daten nicht vollständig. Oftmals ist es auch praktisch, einen Standardwert einzugeben. Auch das wird unterstützt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, dass wir meistens das heutige Datum für eine Datenaufnahme nehmen, manchmal müssen wir vielleicht doch noch einen Tag zurück in der Zeit, dann können wir ein Standarddatum auf heute setzen. Aber wenn man dann irgendwie sieht, dass etwas gestern schon geschehen ist und ich das gestern gemacht habe, aber erst heute dazu komme, das einzutragen, dann kann ich das dann noch nachbessern. Ebenso wichtig, im Gelände draußen ab und zu einfach ein Foto aufzunehmen von dem, was da eigentlich ist. Wir können auch an den Geometrien arbeiten, das heißt, wir können Punkte, Linien und Polygone digitalisieren, neu erfassen oder auch bestehende bearbeiten. Wichtig hier ist auch noch, dass Z-Werte direkt auch übernommen werden können vom GPS. Das heißt, wenn wir ein GPS angeschlossen haben an das System, dann können wir auch gleich noch die Höheninformationen mitnehmen.
Es gibt auch eine Möglichkeit zu schnappen, also das Snapping auf bestehende Features funktioniert, dass neue Koordinaten auf alten liegen. Wenn wir Liegenschaftsgrenzen haben und auf diese zum Beispiel snappen wollen, dann ist das ebenfalls möglich. Das funktioniert alles auch über QGIS Standard Konfigurationswerkzeuge. Das heißt, ich kann das Snapping in QGIS einstellen und das wird dann so, wie das eingestellt ist, auf QFIL übernommen, dass ich nur auf bestimmte Layer snappen will und nicht auf alle. Und es kann das interne GPS verwendet werden. Es ist aber auch möglich, ein beliebiges, vor allem wahrscheinlich ein hochpräzises GPS zu nehmen und das über Bluetooth mit dem Gerät zu verbinden, mit einem Tablet zu verbinden und dann über Mock Location das intern weiterzuleiten an QField, das dann mit höherer Präzision arbeiten kann. Eine relativ neue Sache ist, dass man auch nach Attributen suchen kann. Das heißt, dass man die Daten über ziemlich beliebig durchsuchen kann. Man kann sagen, welche Layer man durchsuchen will, wenn man nicht unbedingt alle haben will. Zum Teil gibt es Layer, die sind nur für die Anzeige interessant. Und man kann ziemlich genau auch definieren, welche Attribute schlussendlich durchsucht werden sollen, indem man eigentlich definiert, was als Suchresultat angezeigt wird. Das können verschiedene Attribute sein, die hintereinander gehängt sind, über einen Ausdruck zu definieren. Und in diesem String wird dann gesucht. Das heißt, ich muss nicht zwingend alle IDs intern auch noch, werden auch noch durchsucht, sondern wirklich nur, wenn ich die Hausnummer das Einzige ist, was ich als Zahl suchen will, dann kann ich das irgendwo einfügen in diesen Ausgabeausdruck und dann finde ich auch nur Hausnummern und nicht irgendwelche anderen Zahlen aus dem System. Von den Konzepten her ist es so, dass es da ziemlich unterschiedliche Ansätze gibt, wie mit mobilen Applikationen gearbeitet wird und einige davon sind auch schon gut bekannt aus klassischen Desktop-Anwendungen und andere kommen dadurch zustande, dass wir, sobald wir uns nicht mehr im Büro befinden, auch unter Umständen instabile Netzverbindungen haben und darum nicht mehr immer einfach darauf zählen können, dass die Postgres oder was auch immer für eine Datenbank im Hintergrund tatsächlich zur Verfügung steht. Da gibt es zum Beispiel den Forscher. Der Forscher, der geht einfach raus und schaut sich an, was ist schon da, aber er will eigentlich mehr im Gelände navigieren und schauen, was gibt es da alles, gibt aber nicht unbedingt jetzt Daten in dieses System zurück. Das heißt, er nimmt ein QGIS, bereitet seine Daten vor, kopiert diese auf sein Gerät, hat dann sein Gerät mit QFIL drauf, sieht sich diese Daten an, sieht, jetzt stehe ich neben diesem Baum hier, klickt drauf und dann zeigt es all die Attribute von diesem Baum an, aber er lässt die mal so bestehen und geht dann zu seinem nächsten Kongress und erzählt, was er alles da gesehen hat. Dann gibt es noch den einsamen Ranger. Der einsame Ranger, das ist derjenige, der dann auch die Daten wirklich bearbeitet. Das heißt, er ist ebenfalls derjenige, der QGIS zu Hause hat, sich seine Daten vorbereitet, rausgeht mit einem vorbereiteten Paket für QFIL, dann arbeitet er an diesen Daten und kann die eigentlich alle beliebig erweitern und abändern und so weiter. Und wenn er wieder zu Hause ist, dann nimmt er einfach seine Update von seinem Geo-Package, das er da dabei hat, spielt das wieder zurück, kopiert das auf sein System und arbeitet wieder damit. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass wir direkt mit einem Datenbankserver arbeiten. Also zum Teil ist es auch so, dass man in einem ziemlich klar definierten Umfeld arbeitet, irgendwo auf einer Großbaustelle oder in einer Kiesgrube und wir auch genügend sicher sein können, dass überall, egal wo wir da drin sind, dass wir entweder Handyempfang haben und darüber das Netz haben oder auch, dass wir ein Wi-Fi-System haben, das das gesamte Gelände abdeckt. In diesem Fall ist es natürlich super einfach eine PostGIS-Verbindung ebenfalls vom QFIL aufzubauen zur zentralen Datenbank und dann direkt mit dieser so zu arbeiten. In äußerst vielen Fällen ist das Leben leider nicht so einfach und wir haben es nötig, auch offline zu sein, teilweise, weil wir irgendwo in der Pampa stehen, irgendwo im Sumpf stehen und trotzdem die Daten aufnehmen müssen und die dann zurückgeben müssen. Jetzt, für diesen Fall gibt es ein extra Plugin, das wir entwickelt haben, das heißt QFIL Sync. QFIL Sync nimmt
bestehende Daten, kopiert sich aus der Datenbank entweder alles, was da ist, oder einfach nur einen bestimmten Ausschnitt, den wir dann definieren, kopiert sich das in ein Paket, das er uns vorbereitet. Dann nehmen wir dieses Paket mit, gehen mit dem nach draußen, arbeiten an diesem Paket, und wenn wir wieder zurückkommen, dann nehmen wir einfach dieses Paket und synchronisieren es, sobald wir ein Netz haben, sobald wir zurück im Büro sind, wieder mit der Datenbank. Und das ist dann auch die Möglichkeit für mehrere Leute, draußen zu arbeiten an unterschiedlichen Stellen und das dann am Schluss alle wieder zurück zu synchronisieren in dieselbe Datenbank. Dieses Paket, wenn wir draußen sind, dann macht das regelmäßig Updates. Das loggt sich, was haben wir alles gemacht, wenn wir ein neues Feature eingefügt haben, wenn wir ein Attribut geändert haben oder eine Geometrie geändert haben, dann merkt sich das, was alles geschehen ist. Und beim Zurücksynchronisieren, dann spielt es einfach nochmal dieselben Abläufe ab am zentralen System, fügt auf unsere Datenbank diese Daten entsprechend nach. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, eine eigene App zu haben. QField versucht wie QGIS so ein bisschen das Tool für alle zu sein. Wenn wir aber einen wichtigen Use Case haben und ein Budget haben, das es uns erlaubt, genau dafür etwas zu machen, dann ist es natürlich auch möglich. QField ist modular aufgebaut, dann können wir auch gewisse Dinge rausschmeißen, Neues reinbauen und das genau dann optimiert für einen bestimmten Use Case zu machen. Auch das können wir problemlos machen. Also, ich habe versprochen, es gibt noch etwas zu sehen. Hier ist als erstes mal die Kartenthemen, Map-Themes. Da geht es darum, dass wir verschiedene Hintergrundkarten haben können, wie zum Beispiel hier ist die Landeskarte im Hintergrund. Wir können die einschalten oder ausschalten und, oder die, den Punktlayer obendrauf ausschalten und einschalten und so zwischen verschiedenen Kartenthemen wechseln oder auch vorgespeichert bereits in QGIS Kartenthemen konfigurieren und dann oben links haben wir es ganz am Schluss noch kurz gesehen, auf eine andere Hintergrundkarte wechseln, zum Beispiel auf ein Luftbild oder was auch immer. Wir können Restriktionen einfügen, das habe ich bereits gesagt. Jetzt sehen wir das hier noch in Action. Und zwar machen wir hier einen neuen Punkt und wir sehen bereits, die Meldung Typ darf nicht leer sein. Wir haben auch ein Feld nächste Kontrolle, wo wir eingeben müssen, weil die nächste Kontrolle sein muss und die muss natürlich irgendwann in der Zukunft liegen. Das wurde noch letztes Jahr gemacht und darum da der Constraint, der zeigt, hey, das muss zwischen diesem Jahr und irgendwann in der Zukunft liegen. 2017 ist nicht möglich. Digitalisieren mit Fotos. Wir können, wie gesagt, auch auf dem Gerät neue Fotos erfassen. Vielleicht noch als Nebenbemerkung, für das Digitalisieren von Geometrien wird das zentrale Fadenkreuz verwendet, das ihr da seht. Hier noch das Foto. Ich vermische gerade etwas. Jetzt haben wir ein Foto gespeichert zu diesem Objekt. Kurz zurück zum Fadenkreuz. Wenn wir das Fadenkreuz hier haben, das ist auch so ein bisschen ein Problem von Touch Devices. Mit der Maus kann man natürlich ziemlich präzise irgendwo lokalisieren, wo man etwas, einen neuen Punkt, Stützpunkt absetzen will. Mit den Fingern ist das etwas schwieriger. Darum kann man hier einfach, hat man immer zentral dieses Fadenkreuz und kann die Karte darunter verschieben. Und wenn die Karte dann perfekt platziert ist und wenn sie es noch nicht ist, dann kann man noch reinzoomen, um das noch präziser zu machen. Wenn sie perfekt platziert ist, kann man den neuen Stützpunkt einfügen, ohne dass man sich selbst die Sicht auf den neuen Stützpunkt verdeckt mit dem eigenen Finger. Ja. So. Es gibt eine Möglichkeit zu drucken. Das heißt, ich kann mir einen Atlas zusammenstellen zu Hause und dann ein entsprechendes PDF erzeugen, intern. Das kann ich dann mit irgendeinem Programm, wie zum Beispiel im Acrobat, öffnen und zum nächststehenden Drucker senden. Da hatten wir einen Use Case von einer Firma, die hatten mobile Druckgeräte unterwegs und dann ziemlich
gerade just in time konnten sie da die Umgebung drucken. Nicht zuletzt noch das Geometrien editieren. Die Maus hier nur etwas zur Verdeutlichung. Das sollte eigentlich natürlich ein Finger sein, aber ist von der Entwicklungsumgebung direkt übernommen. Funktioniert aber bereits perfekt auch in der Version. Wir wählen eine Geometrie aus. Wir gehen auf Geometrie editieren. Wir können zwischen den verschiedenen Stützpunkten hin und her wechseln, einen neuen einfügen, diesen verschieben, nochmal einen einfügen, wieder verschieben und so die Geometrie zwischen den Stützpunkten, die bestehen, hin und her switchen und dann die Geometrien verschieben. Roadmap, was bisher geschah. Es hat angefangen mit einem simplen Viewer, dann kam ziemlich schnell das Editieren in Formularen dazu. Digitalisieren von einzelnen Punkten war dann ziemlich bald auch einmal auf dem Programm, die Map-Themes als nächstes. Dann haben wir etwas mehr noch Erfahrung gesammelt mit externen GPS, Druckfunktionen, Geometrien editieren, neuerdings jetzt Suche. Jetzt in wenigen Tagen steht die Version 1.0 vor der Türe, die ihr euch sicher alle sofort herunterladen werdet und mit 5 Sternen eindecken auf dem Play Store, weil dann fangen alle anderen an, auch das zu verwenden und es gibt unendlich viel Potenzial, um das noch weiter zu verbessern. Und wir haben natürlich nicht aufgehört jetzt mit der Entwicklung und wollen uns in Zukunft auch noch auf weiteres konzentrieren, wie zum Beispiel externe Sensoren, dass man zum Beispiel CO2-Sensoren oder so anschließen kann und, oder Monoxid-Sensoren und Anlagen checken kann mit dem, einen hybriden Modus, dass man nicht jedes Mal das Projekt von Hand hin und her schieben kann, sondern wenn man offline ist, so arbeiten kann, sobald man wieder Netz hat, die Änderungen automatisch hochgeladen werden. Genau, Version bald 1 verfügbar. Deine eigene App, wir freuen uns. Macht mit, das ganze Projekt ist Open Source. Wir freuen uns über jeden, der mitmacht, sei es finanziell, sei es durch Testing und Reports, sei es durch Dokumentation, das leider zu oft sträflich vernachlässigt wird, wahrscheinlich bei verschiedensten Projekten. Wir versuchen unser Bestes. Wir sind auch froh, wenn es Übersetzer gibt. Es ist alles möglich, das online zu übersetzen, die App. Wir freuen uns sehr, wenn ihr mitmacht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Fragen. Ich bin hier jetzt noch einige Minuten und sonst bin ich noch einige Stunden hier. Könnt mich jederzeit ansprechen. Vielen Dank. Ja, Matthias, vielen Dank für den echt spannenden Vortrag. Haben wir denn Fragen im Auditorium? Ich habe eine Frage, wie geht ihr mit Konflikten um, wenn ein Mapper sagt, da muss nur der Ast ab, der andere sagt, der ganze Baum muss gefällt werden und beide kommen dann aus dem Feld zurück. Gibt es da irgendwie Möglichkeiten, diese Konflikte zu handeln? Bis jetzt haben wir uns das ganze Thema natürlich etwas erspart, indem wir einfach gesagt haben, jeder nimmt sein Paket mit und kommt damit wieder zurück ins Büro und dann wird synchronisiert. Wenn man das ohne weiteres momentan mit dem Offline-Editing, so wie es funktioniert, macht, dann ist einfach der Letzte, der kommt, der gewinnt. Außer natürlich, dass die Geometrie wurde schon gelöscht oder das Feature wurde schon gelöscht, dann gibt es auch kein Editieren mehr dazu. Aber das ist so der Status quo. Wir haben aber auch für einen Kunden dann schon ein größeres System aufgebaut, wo wir auf der Datenbank drauf noch eine ganze, wir haben das Quarantäne genannt, eingegeben haben, wo dann alles da durchläuft und dann noch über einen Review-Prozess läuft, bevor das integriert wird. Das war aber eine maßgeschneiderte Lösung. Falls es interessiert, wir haben einen Blogpost dazu auf unserer Homepage, den man sich gerne durchlesen kann. Aber konkret ist da jetzt noch nichts drin. Bei diesem Hybrid-Modus, der angedacht ist, haben wir auch schon daran gedacht, eine Webschnittstelle dann zu machen, wo das angezeigt wird und online behandelt werden kann, aber das ist noch Zukunftsmusik. Ich wollte zu den Hintergrundkarten, kann man sich da auch offline Hintergrundkarten runterladen, die man dann mitnimmt und im Feld angucken, wenn man da keine Verbindung hat? Es gibt im Qfield Sync Plugin, wurde es ursprünglich dafür entwickelt, eine Möglichkeit, um beliebige Karten in ein Rasterformat zu überführen und dann entsprechend in Paket mitzunehmen. Das ist inzwischen in QGIS Core
als Processing, Verarbeitungswerkzeug-Algorithmus drin. Das heißt, ich kann mir entweder einen WMS da übernehmen, so einen Raster-Layer in einen anderen lokalen Raster-Layer kopieren oder auch ein beliebiges Kartenthema. Das heißt, ich kann mir auch mit Vektor-Layern und verschiedenen Raster-Layern etwas zusammenstellen und dieses in einen Offline, einen Raster-Layer für Offline zusammenkopieren. Q-Field Sync war es ursprünglich und da ist es immer noch drin. Und jetzt im Verarbeitungswerkzeug Custom Processing von QGIS gibt es, der heißt Rasterisieren wahrscheinlich, der Algorithmus. Wenn man das isoliert machen will, wäre das darüber erreichbar und in Q-Field Sync eingebaut. Ja, zuerst mal vielen Dank für die App, die ist super und vielen Dank für den Vortrag. Ich habe eine Frage zu den externen GPS-Antennen. Gibt es da irgendwelche, die du empfiehlst? Gibt es da irgendeinen Workaround, den du empfiehlst? Oder anders gesagt, ich habe vor ein paar Monaten, das ist jetzt schon eine Weile her, ein halbes Jahr, glaube ich, nicht geschafft, bei einer Topcon zu verbinden, weil Topcon da doch irgendwie so ein ganz eigenes Format hat irgendwie. Ja. Es gibt, also wir verlassen uns da meistens noch auf externe Apps, die sich dann mit dem GPS verbinden und die Location mocken für intern, das heißt, für die von da übernehmen können. Eine sehr gute App dazu ist RTKLib, die macht das wirklich super, ist eben etwas aufwendig zu bedienen, weil viele Konfigurationsmöglichkeiten, also mächtig, darum komplex, so ist. GPS-Sensoren, wir arbeiten da mit einem Ingenieurbüro zusammen, die sehr viel Erfahrung hat in diesem Bereich und vor kurzem haben sie ein Produkt namens MLID empfohlen, das für nicht allzu viel Geld sehr gute Resultate liefern soll. Achso, ja, vielen Dank nochmal auch für die App. Ich habe damit auch schon richtig tolle Erfahrungen gemacht. Aber ich habe noch zwei Dinge, die mir so am Herzen liegen, die ich einfach mal so an. Das erste ist, QGIS 3 lässt zu, dass wir die Symbole in die Projektdatei einbetten können. Und wenn ich jetzt ziemlich viele SVG-Symbole habe, dann habe ich in der Regel, wenn ich nur das Projekt übernehme, ein ziemlich hässliches Projekt auf der Zielmaschine. Ja. Und das wäre das eine. Das zweite ist, dass wenn ich in einem Projekt in zwei Gruppen den gleichen Layernamen habe, dann steigen sowohl das QGIS-Sync wie auch das Offline-Editing-Plugin aus, ja, weil die auf den Layer-Namen und nicht auf die Layer-ID, die in der Projektdatei drin steht. Und das ist dann blöd, wenn man da 100 Layer hat und müsste dann erstmal 50 Layer umbenennen, dann ist das so, das ist so der Grund, warum das nicht bei uns nicht noch ein bisschen breiter sich Bahn bricht. Ja, vielen Dank für diese Anregungen. Ich werde die weiterleiten. Es gibt, ich weiß gar nicht, habe ich hier noch den Link? Nein, GitHub, unter QField gibt es die Issues, da kann man das natürlich jederzeit vermerken, da sind die froh drum. Ansonsten müssen wir ein bisschen schauen, es gibt so viele offene Dinge, was wir haben jetzt ein ziemlich viel Effort von uns aus gemacht in letzter Zeit, um das auf die stabile Version 1 zu bringen, müssen wir zum Teil auch priorisieren, was sind Kundenprojekte, aber wir sind sehr, sehr froh um alle möglichen Anregungen, also vielen Dank. Also auch nochmal danke, Matthias. Du bist ja noch da, man kann dich ja noch fragen. Ja, bin noch eine Stunde hier. Nochmal Applaus für Matthias und den tollen Vortrag.